Ich bin der Chris und ich denke, dass man auf dem PC viel besser spielen kann als auf Konsolen. Ich bin der Trant und ich denke, dass man auf Konsolen viel besser spielen kann als auf dem PC. Die Diskussion ist fast so alt wie Videospiele selbst. Wo spielt es sich besser? Auf Konsolen oder auf dem PC? Um diese Frage auszudiskutieren, setzen wir heute Trant und Chris an einen Tisch, die da sehr unterschiedliche Ansichten vertreten. Das ist für mich kein Argument gegen den PC. Um ihre Argumente vorzubringen, haben beide 4 Minuten Redezeit. Gestoppt wird über eine Uhr in der Mitte des Tischs. Verlieren wir also keine Zeit. Los geht's! Ey, ohne Scheiß, meine Zeit. Ganz ehrlich, dieses Argument, ja, ich lieg halt lieber auf dem Sofa und ich habe keinen Bock immer auf meinem Bürostuhl zu sitzen, das ist für mich kein Argument gegen den PC, weil der PC kann ja nichts dafür, dass du das zu Hause dir nicht richtig einrichtest. Du kannst einfach, es gibt diese Erfindung, die nennt sich HDMI-Kabel. Die kann man in sehr lang kaufen, auch wenn man seinen PC nicht irgendwo ins Wohnzimmer stellen will. Dann klemmt man dieses HDMI-Kabel an den Fernseher an und kann sich trotzdem aufs Sofa lümmeln, weil die Controller kannst du ja auch mit dem PC connecten. Also das ist für mich kein Argument, was gegen den PC geht. Das ist eher vielmehr eins, was du dann in deiner Umgebung hast, die du fürs PC-Zocken schaffst. Das ist ja dann das Unfaire. Was kann der PC dafür, dass du das nicht richtig aufbaust? Ja, also Chris, das ist natürlich ein nachvollziehbares Argument, aber das ist vielleicht für 95% aller PC-Spieler nicht valide, weil niemand wird sich den PC so einrichten, dass er im Wohnzimmer zocken kann. Das machen die wenigsten, weil es einfach auch ein Riesenaufwand ist und weil der PC hauptsächlich an einem Schreibtisch stehen muss. Die wenigsten Leute werden sich nur einen Gaming-PC holen, der dann im Wohnzimmer steht. Und zweitens gibt es ja dann noch viele Spiele, die du mit Maus und Tastatur spielen willst und musst. Das kannst du dann auch in dieser geilen Pose nicht machen. Halte ich für ein nachvollziehbares Argument, aber selbst meinetwegen, wenn ich mich jetzt auf den Stuhl setzen müsste, dann gibt es trotzdem noch sehr viele Punkte, die meinetwegen, also in meiner Wahrnehmung, für den PC sprechen. Und ich lasse jetzt sogar das große Argument, die Hardware-Power ist viel krasser, höhere Auflösung bei mehr Frames, was schon ein richtig krasses Argument ist, das lasse ich jetzt sogar bewusst weg, weil es noch so 1000 andere Argumente gibt, die dafür sprechen. Und eins ist alleine die Tatsache, dass du eine viel größere Vielfalt hast. Denk mal alleine ans Thema Mods. Es gibt so geile Mods, die quasi aus einem Spiel ein komplett anderes machen können. Es gibt alte Spiele. Wenn meinetwegen Spiele, keine Ahnung, von vor 20 Jahren nicht mehr richtig laufen, dann kann sich die Community das ganz einfach nehmen und das hinmodden. Es funktioniert wieder. Also es ist eine viel offenere, lebendigere Plattform als so eine geschlossene Konsole. Und ich finde, das ist ein Riesenargument. Ja, aber da musst du natürlich auch mit Frickelei rechnen. Es gibt natürlich Mods, die funktionieren gleich, andere funktionieren wieder nicht. Das ist auch wieder abhängig, was für eine Hardware du drin hast, welche Files irgendwo sind und so. Manchmal sind die Mods vielleicht auch noch im Beta-Stadium oder was weiß ich, sodass es vielleicht nicht funktioniert. Und bei Konsolen hast du eigentlich immer die Gewissheit, das wurde auf das Gerät angepasst. Klar, wenn da mal was nicht funktioniert, kannst du nichts machen, aber du hast auch nicht diese Angst, irgendwie was selber lösen zu müssen. Oder ich muss mich jetzt im Internet schlau machen, wo gibt's einen Hotfix oder so? Oder hat irgendwie der Typ, der Dark Souls auf 60 Frames gepatcht hat, weil es die Japaner selbst nicht konnten, hat der was Neues rausgebracht? So, dann bist du wieder am Suchen, dann bist du wieder in Foren schreiben, ey Leute, funktioniert das bei euch? Ja, du musst das und das machen. Das kann man wollen, aber ist jetzt auch nicht für jedermann das Allergeilste, was man sich vorstellen kann. Du musst ein Bastler sein, dann okay, aber wenn nicht, wenn du einfach nur zocken willst, dann nervt's. Ich kann das zum Teil nachvollziehen, aber das ist zum Beispiel jetzt vor allem in letzter Zeit, The Last of Us jetzt mal als jüngstes Beispiel, fürchterlichen PC-Port bekommen. Offensichtlich, ich habe es nicht selbst gespielt, aber ich habe es so mitbekommen, es soll ruckeln, es soll nicht vernünftig funktionieren, muss man wieder irgendwelche Hotfixes abwarten und installieren. Ja, ich kann das auch verstehen, dass man beim PC ein bisschen mehr Bastler sein, ja, muss ist das falsche Wort, weil man muss es nicht. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, du kannst dem PC, der Plattform PC ist ja nicht zum Vorwurf machen, dass irgendwelche Entwickler es nicht hinkriegen, das Spiel vernünftig auf dem PC zu optimieren. So, ne? Das ist ja ein Fehler, der nicht bei dem PC liegt, sondern ein Fehler bei dem, die das Spiel dafür herstellen. So, ne? Und deswegen denke ich mir so, ja, kann man das jetzt dem PC ankreiden? Ich weiß nicht. So, finde ich schwierig.
Das gehört aber halt zum Cosmos PC dazu. Natürlich kannst du es dem Gerät, das ist ja eh kein einheitliches Gerät, aber du kannst ihm nicht zum Vorwurf machen. Aber es ist Fakt, dass es hin und wieder einfach mal schlecht angepasste Spiele gibt, dass die Entwickler eventuell dann halt nicht optimieren. Man hört voll oft von diesen Shader-Compilation-Stutters, wo dann niemand weiß, woher kommt's und wie kriegt man's weg und so. Es gibt keine Workarounds dazu und du musst auf die Entwickler warten. Ja, du kannst dem Gerät nicht zum Vorwurf machen, aber es ist da halt häufig ein Punkt. Und vielleicht ist es dann auch sogar eine Sache der Hardware-Komponenten oder der Treiber, die dann nicht so gut miteinander funktionieren. Fakt ist, du musst hin und wieder mal selbst auf Lösungssuche gehen und darauf musst du Bock haben. Wenn nicht, dann bist du gearscht und ärgerst dich über die Frickelei. Okay, wir halten jetzt für den Moment mal fest, Konsole ist auf jeden Fall bequemer. Das kann man mal für den Moment, glaube ich, festhalten. Und das würde ich dir auch geben und unterschreiben. Aber es gibt noch mehr Vorteile. Und weil ich meine Zeit einteilen muss, gehe ich jetzt weiter. Nächster Punkt. Free Multiplayer. Was ist das eigentlich für eine Seuche, dass ich nur, wenn ich Multiplayer spielen will, dafür direkt ein Abo abschließen muss? Was soll das? Das ist doch eine Frechheit. PC kann ich einfach zocken. Ja, okay, das ist ein Punkt. Wenn du viel Multiplayer spielen willst, dann hast du auf dem PC natürlich Glück gehabt. Andererseits gibt es meistens bei den Abo-Modellen auch noch weitere Vergütungen, wie kostenlose Spiele, was das wieder ein bisschen aufwiegt. Ich will ein weiteres Argument anbringen. Wir kommen natürlich auf den Preis zu sprechen. Eine Konsole kostet im Schnitt so 500 bis 600 Euro, Xbox Series S vielleicht sogar nur 300 Euro. Dann brauchst du noch einen halbwegs ordentlichen Fernseher dafür. Den kannst du für 500 haben, aber ich würde mal sagen, rechne mal 1000. Dann hast du für 1500 meistens ein Setup, was der PC in dieser Qualität nicht zu diesem Preis abliefern kann. Wenn du 1500 Euro für einen komplett gamingfähigen PC ausgibst, dann hast du da eine Mühle. Ja, bedingt. Also natürlich vor allem jetzt bei den aktuellen Preisen hast du natürlich, also wenn du dir da einen richtig krassen High-End-PC bauen willst, bist du bei 3.500 Euro. Sagen wir jetzt einfach mal so grob überschlagen. Natürlich ist das viel, viel mehr Geld. Aber du musst ja auch rechnen, dass sich das zumindest ein Stück weit über die Zeit wieder amortisiert. Weil auf dem PC sind Spiele unfassbar viel günstiger. Sie werden schneller günstiger, es gibt viel mehr Deals, also natürlich gibt es auch in den verschiedenen Stores auf Konsolen Deals, aber auf jeden Fall sind PC-Spiele deutlich günstiger. Du sparst dadurch, dass du natürlich dass du keine Abo-Modelle für online abschließen musst. Wenn man das alles zusammenrechnet über die Lebensdauer einer Konsole, die sagen wir mal jetzt einfach, sagen wir mal 5 Jahre jetzt einfach, ne? Das ist natürlich ein Rechenexperiment, aber ich glaube, dass das schon einiges ausmacht, so auf lange Zeit. Natürlich ist dieses initiale Gefühl, das man hat, so, ne, dass man sagt, so, okay, ich muss jetzt nicht auf einen Schlag so viel Geld ausgeben. Das macht natürlich erstmal was mit einem. Aber wenn man es auf Dauer rechnet, dann ist das schon was. Ich habe noch eine Sekunde. Okay, also das mit dem Preisding, das müsstest du mir wirklich mal durchrechnen. Du kannst jetzt nicht einfach die These in den Raum stellen und sagen, über diesen Zeitraum amortisieren sich die Kosten. Das will ich schwarz auf weiß sehen. Ansonsten will ich und auch die Zuschauer bestimmt nicht dieses Argument gelten lassen, welches System am Ende nach welcher Zeitdauer das günstigere ist. Du darfst auch gar nicht mehr reden. Ich habe noch eine Sekunde. Okay. Spielevielfalt, es gibt zum Beispiel Strategiespiele. Ja, Strategiespiele gibt es auch auf Konsole. Ich zocke zum Beispiel der Mount & Blade Bannerlord 2. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Natürlich gibt es viele Spiele, die dann halt Maus und Tastatur erfordern. Ich würde Shooter auch dazu rechnen. Aber es gibt fast nichts, was du auf Konsole nicht spielen kannst. Und ich würde sagen, die Vorteile überwiegen dann doch eher bei Konsole, wenn man Preis, Leistungsfähigkeit, Spieleangebot und Bequemlichkeit und Einheitlichkeit mit einrechnet. Und so geil, wie ich da auf der Couch lümmeln kann, ohne groß was machen zu müssen. Geil. Ja. Okay. Ich verstehe viel von dem, was du gesagt hast. Und es ist ja auch gar nicht so, dass ich Konsolen fürchterlich finde. Ne? Aber ich finde insgesamt halt, dass der PC eher was für Leute ist, die sich mehr Mühe geben wollen. Ja, weißt du, ich kann das voll verstehen, so die Konsole ist bequemer, so, ne? Aber ich glaube, wenn man so eine reine Liste runterschreiben würde mit, es gibt mehr Argumente für den PC, also so rein rationale Argumente. Also das ist jetzt eine Diskussion, wo ich natürlich nichts Neues gelernt habe, weil die Diskussion ist so alt wie die Menschheit selbst. Ich finde halt, wenn man am PC am Schreibtisch zockt, dann kann man das gut finden und dann ist das auch cool. Aber ich finde, dass es einfach strange ist, dass das der optimale Weg ist, beim PC zu spielen. Das ist genauso, wie wenn man jetzt bei einem Streaming
Dienst Filme gucken würde und würde sagen, und der würde dir sagen, ja, die Serie kannst du aber noch am Schreibtisch gucken. Das will ich mir nicht vorschreiben lassen, so, das ist irgendwie scheiße. Aber natürlich würde ich sagen, es kommt natürlich viel mehr auf die eigenen Spielevorlieben an und auf den eigenen Gamer-Typ, was für einen das bessere System ist, weil klar kriegst du auf dem PC mehr Performance, du hast auch vielleicht sogar Spaß, die neue Hardware-Teile rauszusuchen, bist dann auch gewillt, halt irgendwie 2000 Euro für eine Grafikkarte auf den Tisch zu legen, weil du das dann geil findest und dich freust. Aber das ist jetzt auch erst seit kurzem so, ne? Das ist jetzt nicht so... Egal, dann halt 1000 Euro für eine Grafikkarte, ey, dann rechnen wir halt mal 5 Jahre zurück, dann kann das was für dich sein und die Spielevorlieben, die du hast, die zählen da natürlich auch mit rein. Also wenn du gerne Rennsimulationen spielst, bist du auf dem PC besser aufgehoben. Shooter sowieso, Echtzeitstrategie, alles was mal präzise Mausbewegungen erfordert, da bist du auf dem PC besser aufgehoben. Ich zum Beispiel zock halt ganz gern halt so Character-Action-Games aus Japan und die kriegst du meistens auf Konsole, wenn dann später erst auf PC oder sie sind wieder nicht schlecht angepasst. Viele Sachen aus Japan findest du auf Konsole eher schneller und angepasster und so ist es einfach am Ende eine Frage der Spielevorlieben. Natürlich war das jetzt eine Diskussion, die fast so alt ist wie Konsolen und PCs selber, aber wir haben natürlich noch ein paar weitere Diskussionen, wo wir uns sehr freuen würden, wenn ihr euch die auch anguckt. Und wenn ihr mal wissen wollt, was eure Freunde über diese Diskussion denken, dann schickt ihnen doch einfach mal das Video. Würden wir uns auch drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.